Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir mit Universumsglitzer. Wenn du mir schon länger folgst oder vielleicht auch ganz neu hier in meinem Universum bist, dann hast du bestimmt schon mitbekommen, dass es hier immer wieder um eines geht. Darum, selbstbestimmt und frei zu leben, deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren und dir wirklich ein freies Leben zu gestalten. Ganz nach deinem Seelenplan. Ganz nach deiner Mission. Und wann fängt das an? Mit einer klaren Entscheidung. Mit einer ganz klaren Entscheidung für dich. Für das freie Leben deiner Träume, von dem du vielleicht schon so lange träumst. Und das mit einer Entscheidung, indem du dich, wie das Wort so schön sagt, kleines Wortspiel, indem du tatsächlich sagst, so, hier mache ich einen Cut. Ich entscheide mich jetzt für mich, für mein Herz, für meine Seele. Ich entscheide mich wirklich, meine wahre Mission zu entdecken. Ich entscheide mich wirklich frei und selbstbestimmt zu leben. Weil niemand anderes kann diese Entscheidung für dich treffen. Und diese Entscheidung, die kannst nur du selbst ganz glasklar, ja, auch treffen. Niemand anderes. Solange wir selbst nicht Entscheidungen treffen und ich sag mal so dahin dümpeln, ist ja nicht so, dass ich das nicht aus meinem früheren Leben kenne, wird sich einfach nichts ändern. Und solange ich immer nur denke, ich würde ja gerne und auch andere da draußen beobachte, wird sich auch nichts ändern. Ich kann ja ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen schon zweimal hier am Computer gehockt und mir sind Tränen über die Wangen gelaufen. Warum? Drei von den aktuellen Teilnehmern, die ich begleiten darf, drei wunderbare Frauen. Da gibt es auch manchmal so schriftlich was zu machen, was dann einzureichen ist. Und das hat mich so im Herzen berührt. Das ist das erste Mal, nur heute Morgen war es gleich dreifach von drei Frauen, wo ich wirklich so im Herzen berührt war über die Klarheit zu ihrem Seelenplan, zum Seelenberuf. Und nicht nur ich, sondern Sie jetzt auch spüren, dass es jetzt endlich in eine andere Richtung geht. Dass jetzt endlich der Grundstein auch gelegt ist, die nächsten Schritte zu gehen und wirklich frei und selbstbestimmt zu leben, mit allem, was dazugehört, die Geldenergie auch zu empfangen und dass das jetzt ein ganz, ganz wichtiger Baustein heute war. Und das berührt mich immer wieder. Weil das ist das, was mich morgens auch, ja, aus dem Bettchen hüpfen lässt, um wirklich Frauen wie dich dabei zu begleiten. Und am liebsten jeden Tag Hunderte, geht natürlich nicht, aber wenn wir uns mal vorstellen, jeden Tag würden sich Hunderte von Frauen dazu entscheiden, ihren Seelenplan zu entdecken, ihre Mission zu leben, ihre Visionen wieder auszupacken, dem Ruf der Seele zu folgen, also auch den Seelenberuf daraus zu kreieren und auch die Geldenergie in ihr Leben zu lassen, die es dazu braucht. Was für eine Welt hätten wir dann da draußen? Da wäre das ein oder andere Thema kein Thema mehr. Nur letzten Endes, ich kann auch für niemanden entscheiden. Jeder hat immer selbst, deshalb haben wir alle einen freien Willen mitbekommen, selbst die Entscheidung, für wofür wir uns entscheiden. Und da geschieht natürlich ganz viel auf der unbewussten Ebene. Ich habe jahrelang früher ja auch rumgedümpelt, um es mal so auszudrücken, keine bewusste Entscheidung getroffen, mir die Geschichte erzählt, das Leben ist halt so, ich kann es halt nicht ändern, ich muss halt dies oder jenes machen, es ist halt ja auch nicht so viel Geld da, wie ich es gerne hätte und. Kennst du wahrscheinlich, ja, so sollte oder so ähnliche Geschichten. Und das Ding ist, sobald wir aufhören, uns diese Geschichten zu erzählen und beginnen, uns neue Geschichten zu erzählen, andere Geschichten zu erzählen und uns eben auch erlauben,
jemanden an der Seite zu haben, die uns begleitet von A nach B, das ändert alles. Und das ist jetzt Einladung für heute, etwas, wofür du dich entscheiden kannst, so oder so, niemand anderes. Für dich, für dein Herz, für deine Seele, für deinen Seelenplan, für dein freies, selbstbestimmtes Leben, wie auch immer das für dich ausschaut. Oder halt eben noch andere, ja, wie mich, ist jetzt nun mal ja in meinem Universum hier zu beobachten und zu denken, ja, würde ich ja gerne, aber, so diese ganzen Aber-Geschichten. Und ja, dann nochmal Einladung. Entscheid dich für dich, für dein Herz, für deine Seele, für deine Mission. Lass uns gemeinsam deinen Seelenplan entdecken, Klarheit schaffen, wie genau dein Seelenberuf ausschaut und na, lass dich begleiten, wirklich auf die Bühne deines Lebens zu gehen und durchzustarten in das Leben deiner Träume für dich, für deine Familie und natürlich auch für die Welt da draußen. Das geht ja über die Familie hinaus. Ja, es ist alles immer erst der Anfang. In diesem Sinne, du findest in der Bio den Link oder schreib mir gerne eine DM mit deinen Fragen. Schreib auch gerne, wo du gerade stehst. So ein, zwei Sätze, nur ganz kurz zu dir. Und dann kann ich dir ganz individuell auf dich abgestimmt schon mal ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben. Ja? Beziehungsweise dir dann auch ein bisschen mehr sagen dazu, wie genau so eine Begleitung ausschaut, wenn wir denn durchstarten, wenn du dich denn entscheidest. In diesem Sinne, schreib mir eine DM zu deinen Fragen und lass uns reden. Ja? Ich wünsche dir noch wunderschöne, sonnig warme Grüße. Bis dahin. Ciao, ciao.